Viele von euch haben wahrscheinlich gerade die Frage im Kopf, wie zur Hölle soll eine Mario Bros. Wonder Randomizer funktionieren? Und deswegen bin ich hier, Freunde, um euch das zu erklären, denn die Mario Bros. Wonder Randomizer ist wahrscheinlich so viel cooler, als es sich die meisten von euch vorstellen können. Um es mal auf ein paar Punkte herunterzubrechen, beschränkt sich die Mario Bros. Wonder Randomizer auf insgesamt 5 Dinge. Erstens, und das ist noch das langweiligste, die Kosmetik der Level hat sich komplett verändert. So kann es teilweise verschiedene Wettereffekte geben, verschiedene Hintergründe oder verschiedene Belichtungen, die normalerweise aus anderen Leveln kommen, wodurch sich die Level aber total frisch anfühlen und der Randomizer ein ganz eigenes Spielgefühl geben. Zweitens, jedes Level auf der Oberwelt ist durcheinander gewürfelt. Das heißt, ihr könnt direkt das erste Level, das Finallevel aus der Spezialwelt bekommen oder das Finallevel einer Welt kann einfach nur eine Verschnaufspause sein. Es ist absolutes Chaos. Drittens, und der wahrscheinlich wichtigste Punkt der Randomizer, jeder Gegner wurde verändert. Und damit ist wirklich jeder Gegner gemeint. Ein simpler Goomba kann beispielsweise ein riesiger Stachelturm werden, der nicht nur deutlich mehr Schaden macht, sondern auch teilweise komplette Wege blockieren kann, wenn der ursprüngliche Goomba vorher in einem kleinen Gang gewesen ist. Dadurch sind manche Level komplett nicht schaffbar. Oder es gibt auch so verrückten Scheiß, denn erinnert ihr euch noch an diese sprintende Dino-Horde aus einem der ersten Level im Wunderblumen-Effekt? Ja, auch ein simpler Koopa kann sich in so einen sprintenden magischen Riesendino verwandeln. Es ist alles möglich. Viertens, die Wunderblumen-Effekte wurden teilweise gerandomized. Das heißt, wenn ihr normalerweise eine Wunderblume einsammelt, die euch eventuell in einen Schleim-Mario verwandeln soll, ist es dann aber in der Randomizer der Effekt, wo ihr quasi von oben zweidimensional im Hintergrund laufen könnt. Ich weiß den genauen Begriff davon nicht. So sind teilweise komplette Wunderblumen-Passagen gar nicht schaffbar oder total verrückt zu spielen. Und fünftens, in jedem Level bekommt man am Anfang einen zufälligen Orden zugewiesen. Ihr wisst schon, diese Orden, wo man teilweise nicht mehr aufhören kann zu hüpfen oder nur noch in Fullspeed läuft und dadurch werden die sowieso schon total verrückt randomizten Level nochmal erschwert, weil teilweise das Movement nochmal angepasst wurde. Und wenn man das alles zusammenpackt, bekommt man einfach ein riesiges, buntes Überraschungspaket und jeder Spieldurchlauf ist komplett chaotisch. Und um das Ganze heute auch an die Spitze zu treiben, haben wir im Full Chaos Mode gespielt. Was bedeutet das? Ich habe wirklich alles randomisen lassen, ohne Rücksicht darauf, ob Level überhaupt schaffbar sind. Ich habe wirklich alles verändert. Und das sorgt am Ende dafür, dass man teilweise im zweiten oder dritten Level softlockt und das Spiel neu anfangen muss, weil man auf der Oberwelt nicht mehr weiterkommt. Das werden wir in Zukunft ändern, also keine Sorge. Wir werden auch komplette Spieldurchläufe hinbekommen. Aber heute wollte ich einfach mal schauen, wenn ich das komplette Chaos aktiviere, wie weit schaffe ich es? Und glaub mir, viele Versuche sind schon nach dem zweiten Level gescheitert, aber seht selbst. So, aber ihr seht's jetzt schon, Freunde. Intro-Screen kommt, also das Spiel startet nicht bei Nacht, Freunde. Na, da sieht man schon, dass hier auf jeden Fall Dinge randomized wurden. Aber das ist natürlich nur Intro. So, und wir starten. Oh mein Gott. Abschlusstest nicht trödeln. Das ist direkt so ein Abzeichen-Level, oder? Oder so ein Challenge-Level. Ach stimmt, das war auf dem Berg. Okay, Freunde, let's go, let's go. So, da oben ist auch schon eine Knochen-Piranha. Die ist da, by the way, normalerweise nicht. Na? Für alle, die das vielleicht nicht mehr so ganz on screen haben. Dieser Riesen-Goomba ist da normalerweise auch nicht. Aber ich düse jetzt einfach mal und wir gucken, was passiert. So, da ist der erste Zehner. Ein Ordenlevel. Oh nein! Warte mal, kann ich noch zurück? Habe ich noch eine Chance, zurückzukommen? Nee, ne? Okay, okay. Wunderblume muss ich gleich machen. Angeblich wurden noch irgendwie Wunderblumen-Effekte überarbeitet. Das müssen wir dann gleich nochmal überprüfen. Da bin ich mir gar nicht sicher, wie das funktionieren soll. Nein, nein, nein. Nein, nicht gut, nicht gut. Na, oh Gott. Okay, wir müssen das Level sowieso nochmal spielen. Okay, läuft noch nicht so Bombe, muss ich zugeben. Aber da machen wir jetzt erstmal Feierabend und dann... Oh! Okay. Der sollte da auch nicht sein. Da haben wir nochmal die letzte Zehner... Digga! Hä? Bruder! Okay, okay. Bruder. Der sollte da... Dickes Nilpferd! Okay, ja, also ich glaube, wir haben jetzt noch nicht so viele Wundersamen, wie wir eigentlich hätten haben können. Irgendwo muss ich jetzt oben drauf. Warte mal, hier? Ja, hier. Okay, okay. So, und was passiert jetzt? Ich werde... Ist das... Das gehört so, oder? Gehört das so? Doch, muss. Doch, 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 doch. Alles gut. Hier ist nichts randomized, okay? Aber ich glaube, hier fühlt es mich doch dann jetzt zum ersten Wundersamen, oder? So, und geht's jetzt hier dann für mich gleich zum zweiten Wundersamen? Nee, oder? Doch! Sehr schön.
Okay, wir haben jetzt zwar nicht alle 10er-Münzen, ne? Aber das ist vollkommen okay. Unser Ziel ist es erstmal weit zu kommen, Freunde. Oh nein, das ist schon wieder eine Kampfarena. Und wenn man jetzt, und das ist das Problem, man kann auch das dicke Nilpferd in der Kampfarena bekommen. Und wenn man das dicke Nilpferd in der Kampfarena bekommt, ist Feierabend. Kein dickes Nilpferd, bitte. Okay, wir haben Wasser. Wir haben hier den Kollegen. Warte mal, ich glaube, ich nehme hier mal lieber den Elefanten. Oh, Bruder. Jetzt wird das Wasser abgelassen. Bruder, das sieht alles gar nicht gut aus. So, ja. Oh nein! Oh, Bruder. Moment mal. Ich kann die nicht mal töten. Okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen das komplett mit Elefant spielen. So, der Cooper da oben, der stirbt immer direkt, ne? So, jetzt muss ich aufpassen. So, direkt 2 Treffer. Ah, ich kann aber die Piranha-Pflanze nicht killen. Okay, ich brauche für die eine Feuerblume, glaube ich. Oh, Bruder, hier ist auch noch so ein Gegner. Ich habe keine Chance, den zu killen, ne? Das sieht schon wieder ganz unschön aus. Ich glaube, wir können gleich einen neuen Seed probieren. Die Stachelkugel ist auch noch einer. Aber mit der kann ich auch nicht interagieren, ne? Ich kann die nur yeeten, aber ich kann die nicht kaputt machen. Okay, Freunde. Wir spielen einen neuen Seed. Und habe ich zu viel versprochen? Übrigens, falls ihr noch mehr hiervon vielleicht auch live auf Twitch sehen wollt, heute am Release-Tag bin ich ab Nachmittag auf Twitch live und wir spielen die Mario Bros. Wonder Randomizer. Diesmal aber nicht mehr im Full-Chaos-Mode, sondern in einem Chaos-Modus, wo die Level normalerweise schaffbar sein sollten. Also kommt gerne auf Twitch vorbei, twitch.tv/hubi und spielt gemeinsam mit uns die Mario Bros. Wonder Randomizer. Yo, Schwierigkeit 4. Okay. Aber ey, es ist ein normales Level. Okay, let's go. Was habe ich für einen Orden? 2 Stufensprung. Ah, okay, quasi einfach ein Doppelsprung. Oh, das ist eigentlich ganz geil. Okay, der kracht. Oh, nee, Digga. Da muss ich groß sein, oder? Habe ich eine Chance, über den drüber zu kommen? Okay, da muss ich auf jeden Fall groß. Da muss ich auf jeden Fall groß sein. Aber hier ist kein Item. Bruder, mach jetzt nicht dies. Warte mal. Wir können immer noch auf Yoshi wechseln. Sowas können wir immer noch mit Yoshi als Charakter umgehen. Ich müsste wahrscheinlich in die Röhre rein, oder? Bruder, natürlich ist jetzt hier ein Twomp auf der Röhre. Klar. Aber warte mal. Ich glaube, ich werde aber von dem weggebounced, oder? Bruder, ist das der nächste Seed, der unmöglich ist? Ist es soweit? Das ist der nächste Seed, der unmöglich ist. Oder warte mal, was ist, wenn ich auf den hochgehe? Ich komme hier hoch. Ich komme hier hoch! Okay, okay. Alles gut, alles gut. Noch ist alles machbar. Was ist das? Was ist das? Jetzt mal Real Talk, was ist das? Ja, warte mal, ich kann mich noch töten. Alles gut. Okay, ich kann hier nicht springen. Okay, okay. Warte mal. Passt mal auf. Nein, 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 nein! Oh, Bruder. Ja, Bruder, Feierabend. Hier geht gar nichts. Ich glaube, wir können Randomizer Nummer 3 starten, oder? Ach, Räudiger. Okay, Freunde, wir starten die nächste Random. Bruder, schon wieder ein 4-Sterne-Level. Was soll das? Okay, dickes Nilpferd. Alles klar. Ein Item wäre jetzt noch schön, to be honest. Okay, aber ich meine, wir können die Röhren verschieben. Ey, aber wir spielen bisher. Ich meine, es existiert Gameplay. So, ne? Elefant. Sehr schön. Wowie zowie! Ey, aber ich glaube, das Level wirkt schaffbar, Friends. Ich sag's, wie es ist. Wo führt mich das hin? Das wirkt irgendwie so, als ob das ein Secret wäre. Ist das ein Secret Exit? Nee, okay. Genau, jetzt muss ich hier immer die Dinger einsammeln, ne? Ja. Okay, warte mal, was ist da unten? Will ich da hin? Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ich riskiere es, okay? Ich riskiere es. Ich will da hin. Aha, aha, aha. Oh, Bruder. Okay. Geil, aber auch, dass hier überall Elefanten sind. So, okay. Hier ist die Ronda-Blume. Ja, das sind dann, glaube ich, diese randomized Wonderblumen-Effekte, würde ich mal schätzen. Digga, was ist das? Warte mal, ich muss jetzt hier mal warten, bis das Schiff hier den Boden wegmacht, dass ich durch kann, weil ich nicht schießen kann, ne? Oder kann ich schießen? Kann ich mit diesem Knopf interagieren? Ich kann mit dem Knopf interagieren! Oh, das wusste ich nicht! Oh, das wusste ich nicht! Okay, ja, dann baller mir einfach alles weg. Feuer! Aha, aha. Da haben wir die 2. Ich bin nicht schnell genug, Digga! Werd doch mal langsamer! Okay, also ich habe jetzt nicht die Samen einsammeln können. Aber da machst du nichts. Was hätte ich bekommen, wenn ich jetzt all diese goldenen Münzen nochmal eingesammelt hätte? Wäre das der 2. Wundersamen gewesen? Ich glaube schon, ne? Nee, hä? Warte mal, da ist nochmal so ein Samen. Hä, what the fuck?
Nee, warte mal. Die Blumen, diese Medaillen sind komplett useless. Die sind auch randomized, oder? Okay, Freunde, wir haben wieder unser erstes Level geschafft. Bitte keine Kampfarena. Freunde, vielleicht schaffen wir unser zweites Level. Wir müssen es irgendwie durch die ersten Level schaffen, weil danach hat man ja so ein bisschen Auswahl, welche Level man zockt, ne? Okay, let's go! Aber irgendwas ist mit der Belichtung. Seht ihr das? Die Belichtung von dem Elefanten sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Oder sehe das nur ich so? Das sieht jetzt aus wie Beta-Gameplay wegen fehlenden Shadern. Ja, ne, so ein bisschen. Da ist wieder ein dickes Nilpferd. Bruder, wenn ich dicke Nilpferde sehe, kriege ich schnell die Krise. Okay, aber Freunde, wir moven. Das Ding ist, ich habe halt auch gar keine Ahnung mehr, Freunde, ne? Was die originalen Level gemacht haben. Und was jetzt hier in der Randomizer dazu kommt. Also es ist halt einfach nur noch pures Chaos für mich. Aha. Aua. Boah, Digga. Die beschleudern mich einfach. Ich gehe gleich drauf. Die beschleudern mich einfach mit diesen scheiß Stachelkugeln. Aber wenn ich mich vielleicht beeile. Ja, was ist da? Was ist das? So groß. So groß. Bruder, was ist das? Ach. Die kommen aus der Röhre raus. Okay, die sterben auch. Okay, alles klar. Hey. Schaffbares Level. Solange wir es schaffen, ist alles gut. So, drittes Level. Und danach geht es, glaube ich, sogar fast in so eine Art kleinen Overworld-Bereich. Dieses Level muss noch machbar sein. Goldener Münzregen. Warte mal. Das ist das Level, wenn man Game Over geht. Das ist das Game Over Level. Junge, so muss das. Aber die schießen keine Münzen. Das ganze Level ist gefreezed. Und ich hab die Propellerfähigkeit. Habe ich es jetzt geschafft? Poggies! Boah, Freunde, ey, das war ein Kaizo-Level. Das war jetzt ein Kaizo-Level. Aber ich hab's echt noch mit viel Skill retten können, Mann. Ein Glück, Mann. Was macht der eigentlich? Die Oberwelt sieht auch nicht gut aus, ne? Das sieht alles nicht so gesund. Alles ist in extrem dichten Nebel gehüllt. Ich brauche 3 Samen. Zum Glück habe ich... Oh mein Gott. Zum Glück habe ich 3. Okay, wir müssen echt Gas geben, Freunde, dass wir an Wundersamen rankommen. Das ist ein Pilzhaus, oder? Nee. Fliegroll. Aber es ist eine Verschnaufspause. Verschnaufspausen sind prinzipiell gut. Okay, hier ist es zum Glück nichts randomized. Bruder, wie soll ich denn das schaffen? Okay, okay. Imagine, dieser Rolf wäre hier randomized gewesen. Das wäre der nächste Softlock gewesen. Aber alles gut. So, und hier haben wir jetzt den ersten kleinen Open-World-Bereich. Das ist das Gute, das ist das Gute. So, zum Glück werden mir die Level ein bisschen angezeigt, ne? Oh, hier ist das Wriggler Race. Freunde, beim Wriggler Race bin ich dabei. Okay, let's go. Volle Konzentration jetzt. Diese Level sind gar nicht so einfach. Da muss man sich echt hart konzentrieren. Genau, und jetzt muss man nämlich bremsen, sonst wäre ich nämlich voll in den Reihen gerattert. Oh, Bruder, deine Mutter. Let's go. Easy. 5 Sterne. Das ist das 5-Sterne-Goomba-Level. Aber was ist, wenn die Wunderblume uns nicht zum Goomba macht? Okay, okay. Gut gecheased, gut gecheased. Okay, ich werde ein Goomba. Okay, jetzt wird's interessant. Ich glaube, an der Stelle ist meine Reise vorbei. Ja, an der Stelle ist die Reise dann auch wieder vorbei. Und wir düsen woanders hin. Och nee. Okay. Wie mache ich denn das am besten? Ja, sehr schön. Oh, Bora, wichtig. Sehr geil. Ja, doch. Bora schmeckt hier sehr gut. Und wir haben halt diese Dauersprungfeder, ne? Ey, aber die Sunshine-Mucke ballert, oder? Aha, da ist sie, da ist sie. Sehr gut. So, und jetzt? Warte mal, ich... Es ist so, als ob ich auf Schleim laufen würde. Hier sollte eigentlich die Wand weggehen, oder was? Oder was passiert denn hier? Was sollte hier eigentlich passieren? Oder muss ich hier überleben? Geht es hier vielleicht nur ums Überleben? Da sollte ein großer Block kommen, der den Weg nach unten öffnet. Ah, schade! Guck mal, soll ich die goldene Flagge bringt gar nichts, ne? Also für 100% ist wichtig, aber ich glaube, für den Run hier bringt das nicht viel. So, und hier sind auch noch einige Level. Geil, geil, geil. Boah, da steht wieder 5 Sterne. Ist das das allerletzte Level? Nach der Feuerblume, ne? Okay, immer Elefant, Freunde. Warte mal. Habe ich mich gerade in Blasen-Mario verwandelt, als ich einen Elefanten eingesammelt habe? Ja, das war's mit mir, oder? Oh, no. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das schaffen. Was soll das? Ah, jedes Power-Up ist Seif. Das ist der Orden. Das ist der Orden. Weil wenn ich einfach hier unten stehen bleibe, müsste doch eigentlich alles cool sein, oder? So, ich mache jetzt eine Bubble hier, genau. Und dann mache ich jetzt hier so. Okay. Aha. Okay, alles entspannt. Wie leicht oder schwer ist dieses Level in der Rando? Jetzt kann ich runter.
Dem geht's. Ich komme da nicht durch! Ich komme an dem nicht durch! Da ist ein Dino, der mir den Weg versperrt! Das ist das erste Level. Das ist das erste Level. Oh, das kann doch nur entspannt sein, oder? Dem geht's nicht so gut. Ja, doch, das erste Level, Freunde, das kann man noch. Das kann man noch. Das kann einem auch eine Rando. Zumindest bis jetzt noch nicht kaputt machen. Das erste Level ist einfach schön. Aber der rote Boden sieht auch stylisch aus. Sehr gut. Jeder Ronda-Samen, den wir finden, ne, ist wichtig. Sehr geil. So, Freunde, wir können das nächste Level freikaufen. Ist das das Piranha-Pflanzen? Opa! Junge, geil. Aber wir haben wahrscheinlich nicht die geile Mucke, ne? So, schön die 10er-Münzen sammeln. Da ist der Ronda-Seed. Sehr gut. Das ist ein ungewollter Ronda-Seed-Effekt. Bruder. Oh nein. Softlockt jetzt das Level. Ich darf die Ronda-Blume nicht einsammeln. Ich darf die Ronda-Blume nicht einsammeln, glaube ich. Vielleicht erkennt das Spiel nicht, dass ich in diesem finalen Bereich bin, weil ich diesen falschen Ronda-Effekt habe. Vielleicht erkennt das Spiel nicht, dass ich das Level quasi durchgespielt habe. Wir sammeln nicht diese Blume ein. Okay. Let's go. Da oben wäre das... Warte mal, da oben wäre das Secret Exit gewesen. Moment, Moment, Moment. Das ist doch hier oben, oder? Aber kann ich an so einer schrägen Wand nicht Spider... Warte mal. Hatte ich kein... Chat, hatte ich kein Item? War ich klein? Ich hätte schwören können, ich wäre groß gewesen. Ich war doch groß, oder? Ich bin doch jetzt nicht dumm. Der killt instant. Okay, scheiß auf Secret Exit. Scheiß auf alles. Ich will einfach... Wir spielen einfach nur das Level durch. Let's go. Immerhin eine. So. Oh nein. Ich brauche einen Ronda-Seed noch, oder? Ich kann hier noch nach oben und unten. Okay. Freunde, der Run läuft noch. Luftgaleere in den Magmatiefen haben wir hier. Ah, das ist, glaube ich, ein Level, wo ich einfach ein Seed geschenkt bekomme. Ich glaube, hier kriege ich einfach ein Seed geschenkt. Nee, ein Orden. Das ist das Final-Level, oder? Das war das finale Ordenhaus. Schade. Okay, wo führt mich die Röhre hin? Aha. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Okay. Verschnaufspause. Verschnaufspausen klingen immer gut. Jawollo! So, wir haben genügend Ronda-Seeds, um zum finalen Level zu kommen. Was verbirgt sich hinter dem finalen Schloss von Welt 1? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Yes! Der Run lebt, Freunde. Boah, finales Castle von Welt 1. Gamen. Alter, geschafft. Digga. Dass wir das geschafft haben, Guys. Let's go. Wichtig und richtig. So, was haben wir hier? Oh nein. Es ist wieder ein Level, in dem wir uns softlocken können. You freaking serious? You freaking serious? Da ist eine Tür. Bruder, softlock. Softlock. Hier müsste jetzt eigentlich ein Stein hingeschoben werden, dass wir durch die Tür kommen. Das war's mit dem Run. Ach, das müffelt doch. Ich habe auch keine Chance, jetzt irgendwie weiterzukommen, ne? Oh. Bruder, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Es ist auch immer wieder neues Wetter hier im Blumenkönigreich. Blumenkönigreich, yeah, Blumenkönigreich. Oh, Entschuldigung, bei mir ist gerade irgendeine Sicherung durchgebrannt. Alles gut, mir geht's wieder gut. So, Schwierigkeit 4. Palast der wolkenlosen Wüste. Warte mal, hat der die Ronda-Blume? Nee, der hat einfach nur so geleuchtet. Das ist alles, hier, von der Geschwindigkeit. Ach, das ist diese Shitzo-Blume, wo es immer schnell und langsam wird. I see. Aber das Gute ist, dass ich hier im Boden safe bin. Der Bohrerpilz ist insane. Und da ist der Seed. Let's go. Das ist der Gegner, der dir vorhin in dem Seed den Weg nach unten hätte freimachen sollen. Ja, ja. Habe ich auch gerade gecheckt. So. Und wir starten das Spiel mit einem Finalkampf. Normale Dinge, die man so tut. So, war's das? Nee, er wird jetzt noch größer, oder? Nee, er wird einfach nur sauer, okay. Aber jetzt kann ich einfach wieder in der Decke stecken. Bruder, warum ist dieser Bohrerpilz so krass? Let's go! Ja, Freunde, da haben wir doch mal kurz einen Königssamen eingesammelt. Aber hey, erstes Level schon mal schaffbar, Freunde. Keine Kampfarena! Bruder, ich sehe diese Stachelsteine, diese Baby-Stachelsteine und ich krieg schon wieder Paranoia. Bruder, warum ist da ein Schattenkooper in der Luft? Und dem geht... Och nee, jetzt werde ich von Schatten-Marios verfolgt? You serious?
Okay. Ada! Was ist denn jetzt los? Da ist schon wieder der. Das ist der größte Mistgegner, wenn der spawnt. Okay, wir sind im Ziel. Wir sind im Ziel, alles gut. Ich hinterfrag einfach gar nichts mehr, okay? Wir akzeptieren das einfach. So. Nein. Nein. Nee, Digga. Eine Kampfarena. Ich kann doch jetzt gleich den nächsten Seed erstellen für heute. Okay. Okay. Oh, Freunde, schau. Das ist der erste Seed, den wir schaffen können. Die erste Kampfarena, oder? Ich kann den nicht töten. Bruder, ich habe einen unbesiegbaren Gegner. Ich kann ihn stampf attacken. Ich kann ihn stampf attacken. Ich habe nichts gesagt. Okay, watch. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal da oben drauf. Die kann ich doch safe auch töten, ja? Kann ich? Och nein, kann ich Schatten-Koopas nicht töten? Well, ich mache uns noch ein Ziel, Freunde. Ich mache uns noch einen. So, okay. Erstes Level, keine Kampfarena. Ich bin glücklich. Oh, okay. Das Hitze-Level, alles klar. Aber jetzt mal ohne Spaß. Können wir mal wirklich drüber reden, was Mario Bros. Wonder für ein krasses Spiel ist? Also jetzt mal really. Es spielt sich so geil. Die Grafik ist so sexy. Mario, ich habe das Gefühl, Mario Bros. Wonder bekommt nicht die Liebe, die es bekommen müsste. Oh, sehr gut, im letzten Moment hier noch gelöscht. Aber verdammt, die werden sie... Och nein, jetzt... Och, Bruder, jetzt sind die wieder da. Bruder, die sind so kaputt, Mann. Die sind so kaputt. Wowie, sowie, an der Stelle jetzt einfach mal. Okay, aber Level geschafft. Schuh! So. Warum ist jedes Level eine Kampfparty? Ja, das war's doch schon wieder. Was hat denn diese Randomizer mit ihren Kampfparty? Gibt's von denen so viele? Oder warum ist das so? Wie kann das sein? Geil. Ich spawn und krieg erstmal aufs Maul. Ja, Bruder, da ist ein Twomp. Da sind Lakitus, die ich nicht treffen kann. Wieso ist immer 1-2 oder 1-3 eine Kampfparty? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, Freunde. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir spielen noch ein Seed. So, wahrscheinlich letzter Seed für heute, Freunde. Aha. Let's go. So, Level 1 geschafft. Wird jetzt eigentlich Zeit für die erste Kampfarena, oder? Hüpfertest. Keine Kampfarena. Bruder, warum dunkel? Wieso, Digga? Was ist das? Was ist das? Ich bin stark verwirrt. Okay, da war sogar eine Zehnermünze. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ich. Okay, aber wie soll ich denn da jetzt nach oben kommen? Hier? Aha. Okay. Wie zur Hölle habe ich dieses Level geschafft? Okay, Freunde, 1-3. Yeah! Okay, gleich die 1 Enttäuschung, 1-4 Boss. Nein, wird nicht passieren. So, Ronda Seed. Digga. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ah nee, immer wenn ich einen Stern einsammle, resettet sich der Timer. Okay. Easy. So, wir haben schon mal 3 Level geschafft. Das ist für einen Ronda Seed etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Hier ist das Game Over Level wieder. Das Game Over Level, in dem keine Münzen spawnen. Aber, oder? Warte mal. Aber die Blumen bewegen sich. Das haben sie das beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es nicht. So, ein bisschen spanken. Wie ist das? Easy. Aber wir kriegen halt auch keinen Seed dafür. Das muss man auch sagen, ne? So. Delfin. Okay, das Schwimmlevel. Bin ich dabei. Lol. Das ist einfach ein Unter... Aber, Bruder. Ah, okay. Hier hat man ein festgesetztes Abzeichen. Ich wollte gerade sagen, Bro, also so nach dem Motto, warum, wie soll ich denn das Level jetzt ohne das Abzeichen schaffen? Aber hier behält man das, okay. So, warte mal. Da bist das Online-Level. Das ist der Shop-Dude. Für den brauche ich aber 100. So, und hier haben wir noch ein Level. Ah, das ist eigentlich dieses Bowling-Level, ne? Und da oben könnte man eigentlich mit dem Bohrer rein für den Secret Exit. Das weiß ich. Aber ich habe gerade keinen Bohrer. Und selbst wenn ich einen finden würde, würde ich ihn nicht kriegen, weil ich durchgängig Elefant als Abzeichen habe. Aber eins nach dem anderen. So, ich muss echt aber nur gucken, dass ich an die 10 Ronda-Seeds rankomme. Weil nur mit den 10 Ronda-Seeds kann ich hier das Castle betreten. Das läuft noch nicht so baba. Das läuft noch nicht so baba. Ich muss jetzt hier oben jetzt fett absahen. Bruder, hier sind nur 2. Ich raste aus. Bruder, warum kann ich da nicht... Was ist das denn jetzt? Hä, was ist das denn? Hallo? Ah, ich muss da oben bohren, oder was? Nee. Warum geht's hier nicht weiter? Warum kann ich hier nicht rein? Ich check gar nichts. Was ist das normalerweise für ein Level? Und eine Kampfparty, Digga. Ja, Freunde, ich glaube, das wird jetzt daran scheitern, dass wir... Wir kriegen, glaube ich, keine 10 Ronda-Seeds zusammen.
Ich kann die Tür nicht öffnen und dadurch den Gegner nicht besiegen. Geil. Und den Dude kann ich, glaube ich, auch nicht töten. Warte mal, wenn ich jetzt dich kille, sind es noch 4. Wenn ich den Großen töten würde, noch 3. Die Tür noch 2. Wo sind jetzt wieder die 2 Gegner, die ich nicht töten kann? Oder? Okay, Freunde. Ich glaube, der Seed ist es auch nicht. Ey, aber wir haben es einmal bis Ende Welt 1 geschafft. Das war schon krass. Das war schon krass, though. Okay. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal werden wir dann auf jeden Fall die Randomizer so einstellen, dass alle Level machbar bzw. spielbar sind. Wir probieren das mal. Die Einstellung gibt's ja. Heute sind wir einfach mal full Eskalation gegangen und mal sehen. Aber es macht Spaß. Es macht sehr, 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 sehr viel Laune. Und bevor du jetzt abschaltest, hier ist noch ein Mario Bros. Wonder Mod Video, welches ich mal gespielt habe mit den coolsten Custom Leveln. Und wenn ihr sagt, ich will was ganz anderes sehen, ist hier Mario Kart als Brettspiel? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Kannst du mal draufklicken.